Hey Leute, willkommen zurück zu Assassin's Creed Valhalla. Ich habe den Punkt nicht markiert, kann denn das sein? Warum sehe ich den nicht? Muss ich den finden? Ja gut, okay Sünen, danke. Also bisher ist der Vogel wirklich nur dafür gut, dass ich die Quests finde, richtig? Was labert ihr hier wieder? Was labert ihr hier? Okay. Oh, wow. Das ist noch... Der Adel arbeitet noch selbst. Ah, guten Morgen. Frühaufsteher? Du schuftest wie ein Trell, doch vom Feiern verstehst du nichts. Schlechte Voraussetzung für einen König. Nein, wohl wahr. Ich finde Trost in handwerklichen Arbeiten. So etwas sollte man als König nicht zugeben, schätze ich. Die Brüder haben dich beim Abendessen beschämt. Es ist deine Pflicht, darauf zu reagieren. Belasse es nicht dabei. Ja, was soll er machen? Ach, ein unbedeutender Wortwechsel mit Streithähnen. Eher antworte ich auf das Muhen einer Kuh, als auf diese Beleidigungen. Naja. Ich habe eine Hochzeit zu planen und ein Königreich zu retten. Ich habe keine Zeit für Dummköpfe. Sie haben deine Gastfreundschaft missbraucht, Oswald. Wo ich herkomme, ist das unverzeihlich. Sieh an! Hier ist also der schlammverschmierte Sachse, der meine Geduld prüft. Finn, beherrsch dich mal. Statthalter Finn. Ja, beim Abendessen machte ich keine gute Figur. Doch sei unbesorgt, ich werde die Dänen schon noch überzeugen. Du beanspruchst den Thron, doch du erntest nur Hohn. Wäre Lord Halfdan jetzt hier, hättest du längst deinen Lohn. Oh, wow, jetzt. Er rief, Finn, guter Mann, schick den Wurm in den Grund. Hier kommt Finn, unser Hund. Viel Gebell und Gejaul, doch er beißt nicht. Er hat keine Zähne im Maul. Oh, Ich will, komm schon, Wortgefecht. Was war denn das? Ein Spottstreit, Oswald. Ein Wortgefecht mit Reim und Versmaß. Versuche es selbst. Antworte ihm. Niemals führst du ein Heer, du alberner Wicht. Gut gebrüllt von dem Mann, der mit Worten nur ficht. Nicht schlecht. Wirklich. Nicht schlecht. Fürs erste Mal, ich meine, komm. Mach dich über sein Aussehen, mach dich über seinen trägen Verstand. Yeah. Nee, über seine Manneskraft. Komm. Er markiert den starken Mann, doch tief im Inneren ist er ein ängstlicher Knabe. Wenn er angibt, greif seine Männlichkeit an. Ich ritt Stürme und Winde. Du würdest gleich fliehen. Komm schon, gib's ihm. Doch der Wind, den du meinst, weht dir zwischen den Knien. Oh! Weht dir zwischen den... Oh, du meinst Würze. Wow. Er hat den Scharfsinn eines Moorhuhns. Beleidigt er dich, lass ihn dumm dastehen. Meine Axt wird dich spalten, Hund. Dein Weib wird nicht froh. Doch dein Hirn schwimmt in Met und dein... Kopf ist voll Stroh. Stroh? Kopf ist voll Stroh. Dann muss ich alles selbst machen? Er ist hässlich wie ein Reifriese. Wenn er angibt, mach dich über sein Aussehen lustig. Das kommt immer gut. Ich komme aus dem Norden. Der Schnee ist mein Vetter. Dein Gesicht kommt mir vor wie... Vermoderte Blätter. Ja, okay. Oh, naja. Ja, das ist sehr gut. Wie vermoderte Blätter. Naja. Oswald, mein Junge, ohne deinen Raben bist du verloren. Er eignet sich nicht für den Thron. Viel zu weich und zu zahm. Jetzt, komm. Komm. Mach dich über seine Greife, seine Fettlein. Lach über seine geringe Größe. Nee, Mutter. Immer. Schlag zurück und werde persönlich. Greif seine Mutter. Immer gegen die Mutter. Aus dem Mutterleib krochst du gar hässlich und lahm. Als sie dich endlich sah, fiel gleich um sie vor Scham. Oh yes! Das war zwar eher gegen ihn als gegen seine Mutter, aber naja. Wir üben das noch. Bevor Schwerter klirren und Blut fließt, vernichten wir unsere Feinde mit wohlgezielten Worten. Du kannst mit Worten umgehen, das lasse ich dir. Doch wie lange wird diese silberne Zunge gegen eine eiserne Axt bestehen? Ja komm, finden wir es raus. Hey,
finden wir es heraus, Finn. Oh. Ich fordere dich zum Holmgang heraus. Jetzt aber. Das meinst du nicht ernst, Oswald? Ein Kampf, um einen Streit zu klären, nicht wahr? Ein Holmgang. Ein Kampf bis zum Tod. Ja. Okay. Dann reden wir lieber. Ah. Zu spät. Die Herausforderung wurde ausgesprochen. Aber ein Kampf gegen Finn wäre kaum der Rede wert. Du kämpfst gegen mich. Moment, das ist... Allerdings will ich nicht dabei gesehen werden, wie ich einen Sachsen in Elmenham töte. Es gibt ein hübsches Eiland, flussabwärts nahe Seeheng. Das Wasser wird das Blut fortspülen. Bereite das Feld vor und wir treffen dich dort. Also gegen wen kämpfe ich jetzt? Das muss ich wohl sein. Gib mir nur einen Moment, um mich zu sammeln. Lass uns nicht so lange warten. Das wäre eines Königs nicht würdig. Okay, kann ich noch mal? Ich kann noch mal mit dir sprechen. Bist du bereit für den Holmgang? Ich hoffe es. Ich muss mich nur vorbereiten. Wir treffen uns auf dem Eiland. Okay. Ja gut, also ich werde dich dann wohl, naja, ich könnte dich gewinnen lassen, das verstehe ich schon, aber ich könnte dich auch einfach töten und den Thron und die Schwester selbst besteigen. Okay, 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 ich beherrsche mich, Leute, kommt schon. Es hat sich angeboten, was soll ich denn machen? Wo ist jetzt das Pferd? Kommst du? Der verarscht mich, der Gaul. Na los, reite! Reite, mein Schlachtross. Okay. Ja gut, so weit wirst du wahrscheinlich dann nicht kommen, richtig? Ah, muss ich? Oh, wartet. Okay, ich kann hier drüben bleiben. Sorry. Sorry for set. Okay. Was ist hier drüben? Das sieht gut aus. Werden wir plündern. Ja, beruhig dich jetzt, Jo. Beruhig dich, mein Großer. Okay, was ist hier? Sind das Robben? Nice. Kann ich euch töten? Oh. Ja, kann ich, aber... Okay, flieht ihr ins Wasser? Komm schon, flieh! Und los! Yes! Und weg ist er! Da, großartig! Großartig, was ist das? Das sieht auch nice aus. Oh, lesen. Ich stieß auf diese uralten Pfähle mit Teraheiten, mein heiliges Zeichen zu setzen und den Ursprung ihrer Macht zu finden. Da ich bete, schickt der Herr die Stimme des Heiligen Geistes durch mich. Sie heilt mit dem Glanz uralter Zungen wieder und ich werde erneuert. Waren es die Nephilim, die diese Hölzer herbeitrugen? Schutzwall gegen Eindringlinge. Bitte, o Herr, lasse die Wahrheit auf mich scheinen, so hell wie dein Wort es vermag. Okay, ich habe nichts verstanden. Aber wir sind da. Okay, wie, was... Was muss ich hier noch machen? Muss ich hier nicht irgendwie was mit den Formen oder so? Wartet. Flieg, Freundin. Mhm. Flieg, genau. Wartet. Wow. Okay. Ah, okay, wartet. Ja, genau, so war's. Genau, so war's. Okay. Und was ich jetzt machen muss, ist genau das. Yes! Welch merkwürdige Kräfte. Diesen Ort. Yes, Fertigkeitspunkt. Okay. Ich wäre ready zum Weitermachen.
Ja, du kannst auch. Bleib ruhig sitzen. Wir haben ja Zeit. Okay, gut. Nice. Setzen wir den gleich noch ein. Denn dann kann ich euch noch kurz zeigen, was ich freigeschalten habe. Geschossumkehr. Wir werden sehen, wie das dann wird. Gesundheit. Okay, was haben wir hier Neues? Adrenalinverbesserung. Ein Adrenalinfeld. Klasse, das ist gut. Und hier, ab hier ist dann wieder Wolf. Okay, gut. Ab da ist... Kommt es dann zusammen, wenn sich dann so eine Auseinandersetzung im kritischen Zustand erscheint. Okay. Ja. Okay, Finn. Wir sprechen mit Finn. Warum muss ich schwimmen? Hättet ihr kein Boot für mich da lassen können? Natürlich nicht. Okay. Nun rangle achtsam und sei vorsichtig mit dem zukünftigen König. Erledigt. Okay. Du hast nicht verlernt, wie man ein Feld einhaset. Ich mag schon viele Sommer in East Engla sein, doch bleibe ich immer Däne. Müssen wir das tun, Eivor? Ja. Stärke und Mut sind immer von Vorteil, Oswald. Du wirst beides brauchen, sollen die Dänen dich als ihren König annehmen. Wahre Stärke erwächst aus Entschlossenheit, Eivor. Sie spricht zu uns. Eine strenge innere Stimme. Von sprechenden Eingeweiden habe ich nie gehört. Aber eine flinke Axt brächte sie schnell zum Schweigen. Sei vorbereitet. Warte, du bist unbewaffnet. Gib dein Bestes, mir geschieht nichts. Okay. Ich mag deine Zuversicht, Eivor. Aber ich bin mir da nicht sicher. Au! Okay, so viel dazu. War das zu hart? Das war ein guter Schlag. Weiter so. Komm her. Und da ist dein Schild. Weg. Noch stehe ich. Ja. So viel dazu. Du erwartest von den Dänen, diesem Schmerbauch zu folgen? Ja, ich meine... Hallo? Noch atme ich, oder? Zeig mir, was du kannst, Sachse! Jetzt, komm schon! Steh auf! Steh auf! Komm! Na los! Begeistere uns, König! Komm her! Ja, das war fast was. Ich kämpfe mit dir! Ja, ich seh's. Das machst du toll. So wirst du niemals König. Ist dies das Beste, was East Engla zu bieten hat? Ja! Und ich werde es beweisen. Guter Mann. Komm, Köpfe! Komm schon, kann den ganzen Tag so weitergehen. Komm schon, steh auf, mein Lieber. Yes! Und jetzt. Das war... Ich hab gar nichts gemacht und du hast mich nicht getroffen. Komm her. Aber... Für die Willenskraft muss ich schon sagen, da gebe ich dir eine 1 mit Sternchen. Ja. Eivor siegt. Doch du hast uns etwas bewiesen, Oswald. Bleib liegen, Oswald. Das genügt. Du kannst auf die Fresse bekommen. Einstecken kann er. Ich werde nicht liegen bleiben. Ja, jetzt aber. Gekämpft. Ehrgeizig. Nicht sehr geschickt, aber mit Kampfgeist und Mut. Wehre dich immer mit allem, was du hast. Selbst wenn du dreckig kämpfst. Selbst wenn du die Regeln brechen musst. Denn es gibt keine Regeln. Nicht, wenn du dich einer Herausforderung stellst. Darin liegt die Ehre. Okay. Lassen wir mal so stehen. Sondern darin, den Kampf nicht zu scheuen. Eine kleine Rangelei stimmt die Brüder nicht um. Oswald muss endlich handeln. Missstände ausräumen. Sich gegen Rüd und seine Männer wehren. Die Plünderer, die Betelea angriffen, haben ein Lager am Ufer. Je eher wir sie beseitigen, desto besser. Lass mich das machen. Das würde deinen Ruf enorm verbessern. Und lass es wenn du Kriegsbeute mitbringst, als Geschenk für die Brüder, stünden sie in deiner Schuld. Dann wetze deine Klinge, Oswald. Meine Kater ist wieder am Schnarchen. Ich höre es einfach auf den Kopf hören. Deine Schiffsmannschaft wäre eine große Hilfe bei dem Angriff. Ja, klar. Müssen wir wieder Opfer bringen. Das... Ist ja klasse.
Okay, gut. Alle Mann an Deck. Duck, kannst du noch unter mir kämpfen oder zickst du mich dann wieder an? Ja, Segel setzen, komm. Bisher etwas war niemand Tempo. Bereit, sich gegen Rüds Clan zu erheben. Wir sind ein Reich der Bauern und Händler. Selbst Bauern und Händler können kämpfen, wenn sie den richtigen Anführer haben. Ich hoffe, dein Glaube an Schweinehirten ist nicht unbegründet, Eivor. Es gibt viel zu tun, ja. Aber wir werden uns erheben und uns Rüds Clan stellen. Gott wird dafür sorgen. Ist das so? Gut, also, lasset uns plündern, meine Lieben. Der Sack. Komm her, Großer. Gute Nacht. Und noch einer, komm. Gleich beide. Ja, du mieser Kleiner. Ja, warum? Was soll denn das? Und yes. Wenn ich welche sehe, geht's. Boah, das war gut. Kämpft. Mit allem, was ihr habt. Gut gemacht, Leute. Er liegt am Boden, das ist meiner. Wo ist er denn? Komm schon, alles abfackeln hier. Oh. Du brennst. Lass es weitermachen. Und gute Nacht. Oh. Weiter im Text. Ja, schieß. Warum schießt du nicht? Okay, gut. Komm schon, schieß. Lup. Jetzt aber. Da will's einer wissen. Wieder nichts, mein Lieber. Eins gegen eins siehst du ziemlich alt aus. Gute Nacht. Bleib liegen. Schlüssel aufnehmen. Nehmen wir mit. Okay, wofür war der Schlüssel? Warum... Okay, wartet. Eins nach dem anderen. Wir werden hier erstmal töten. Komm her, Großer. Was machst du? Ich habe keine Pfeile mehr, wie es scheint. Okay. Also, es gibt nur noch einen. Kommt schon, habt ihr's? Sperrgebiet, ja. Ihr brennt, ihr Idioten. Was machst du hier hinten? Gut. Okay. Hier drüben. Was sprechen? Wer ruft hier um Hilfe? Wartet. Ich will ja erstmal eins nach dem anderen machen. Wir haben ja keinen Stress, richtig? Wir haben ja Zeit. Ach, ich häng fest. Okay, lesen. Mitbefleckter Brief. Wir haben Ominshöfen erobert. Der Weg zum Sieg für Jarl Rüd ist geebnet. Dieses Königreich ist gebrochen. Ich komm gleich. Seine Krieger ein Haufen kopfloser Hennen ohne einen König, der sie anführt. Ab heute gehört East Engla uns. Okay. Sunshine, ich komme gleich zu dir. Ich muss erst plündern. Du kennst es. Oh, wartet. Dachte ich's mir. Magistermantel. Okay. Hier drüben! Oh, Himmel! Hilfe! Hilfe! Käfig. Oh,
Ja, gerne. Gerne, gerne, gerne. Okay, ja, sprechen. Ah, das ist doch schön. Was? Was gefunden? Hier ist eine Kiste voller Hacksilber. Mehr als genug, dass alle zufrieden sind. Sehr gut. Dann bringen wir sie zum Schiff. Ein hart erkämpfter Sieg. Du stehst der noch, mein Lieber. Von vielen, Oswald. Bist du gewillt, weiterzumachen? Ja. Gut. Ich glaube, das ist ein Ja. Dies ist mein Geschenk an die Brüder. Was, ein Schild? Beim Reichtum in Elmenham würden ihnen die Augen übergehen. Doch als Zeichen meiner Entschlossenheit ist dies hier viel wertvoller. Ein guter Anfang. Hm? Bring alle Schätze, die du findest, nach Norwich. Lass dann die Brüder rufen. Wir treffen uns dort. Okay. Sehr schön. Sehr schön. Gut. Wir haben einen neuen Mantel erhalten. Wir haben Fertigkeitspunkte. Gibt's sonst noch was, das wir hier verpasst haben könnten? Was ist hier noch? Nahrung. Auch immer willkommen. Natürlich. Gut, dann sehen wir uns doch noch den Mantel an, den wir hier erhalten haben. Wartet. Purpur schwarze Täublinge. Ja. Adrenalin ist voll. Okay. Ja, bleibt ruhig liegen, meine Lieben. Bleibt ruhig liegen. Gibt's hier noch was? Alles abgefackelt. Na schön. Sperrgebiet, ja. Ja, renn, Mönch, renn. Dann sehen wir uns noch den Umhang an, den wir erhalten haben. Ja, das wollte ich auch gerade sagen. Wo ist eigentlich mein Schiff? Ja, wahrscheinlich einfach den Weg runter, richtig? Mach hier deinen Job, steh nicht einfach rum. Na da. Gut. Okay. Wollen wir das, machen wir das auch noch kurz. Wir waren hier unten. Was haben wir hier? Hier geht's dann hoch. Das ist für den Sturzabfang. Nahkampf. Fährt, ja. Was kommt hier? Widerstand. Okay, hier ein bisschen mehr Adrenalin. Das ist dann schon gut. Außerdem habe ich mittlerweile viel vom Wolf. Das ist Bär, das ist Wolf. Das ist Wolf. Und das ist ebenfalls Wolf. Von daher besser, dass ich darauf gehe, als das vom Rabentypen. Was wollte ich hier? Ach ja, ich wollte das hier. Mantel des... Nee, das habe ich ja. Da. Magistermantel. Der ist gut. Der ist richtig gut. Nehmen wir. Oh, sieht auch gut aus. Okay. Ja, ich meine, ob jetzt Rabe oder Bär, das spielt nicht so eine Rolle. Weil Wolf ist der größte Teil von dem, was wir anhaben. Sehen wir es uns noch an. Ja, komm. Was? Okay. Gut, Leute, ich bedanke mich fürs Zusehen. Wir sehen uns im... Ja, jetzt hat er es gemacht. Okay, ja. Sieht klasse aus. Leute, ich bedanke mich fürs Zusehen. Wir sehen uns im nächsten Part wieder, wenn wir zurück zu den Brüdern gehen und ihnen von unserem heroischen Erfolg berichten. Vielen Dank fürs Zusehen. Bis dahin und tschüss.